Hallo und herzlich willkommen hier bei Leviskas 1210 zu einem Unboxing. Heute packe ich die DVD-Box von Der Maulwurf aus. Ja, in dieser DVD-Box sind zwei DVDs enthalten. Einmal Der Maulwurf und die Uhr und einmal Der Maulwurf und seine Freunde. Ja, das dieser niedliche kleine Kerl ist mir natürlich bekannt aus meiner Kindheit, habe ich damals sehr, sehr gerne geschaut. Lief, glaube ich, bei Sendung mit der Maus oft, weil es hat so Kurzepisoden, die so jeweils 5, 6 Minuten dauern. Und ich glaube, es gibt auch ein paar Langfilme, die dann so über eine halbe Stunde gehen. Und ja, was mich ein bisschen überrascht hat, die Serie wurde gemacht, natürlich in der Klasse, also früher und dann bis Anfang 2000 sogar wurden Episoden gemacht. Das wusste ich gar nicht und hat mich ein bisschen überrascht. Ja, auf dem Cover sehen wir hier den kleinen Maulwurf. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Paulchen, kann das sein? Hier mit seiner Uhr und mit seiner Gang. Frosch, Igel, Hase und Maus. Ach, einfach herrlich, da möchte man wirklich in Retro-Manier schwelgen. So, der Maulwurf und die Uhr. Eines Tages liegt ein Wecker vor dem Maulwurfsbau. Der Maulwurf, die Maus und der Hase finden es lustig, zum Ticken der Uhr zu spielen und zu turnen. Doch schon bald artet der Spaß aus. Immer früher klingelt der Wecker, immer schneller müssen sie arbeiten, Blumen gießen, den Wald aufräumen. Auch andere Tiere fühlen sich in ihrer Ruhe gestört. Und als der Eule der ganzen Zeitdruck zu viel wird, überlegt sie sich einen Ausweg. Und dann haben wir hier der Maulwurf und seine Freunde. Der Maulwurf ist sehr enttäuscht von seinen Freunden, die ihm als seine Kirschen aufgeführt haben. Da verkleidet er sich als armer alter Mann und bittet seine drei Freunde nacheinander um eine milde Gabe. Dafür bekommt er von einer Entenfamilie einen riesigen Freundschaftsbeweis, weil er vier unbewachte Enteneier vor dem gierigen Fuchs gerettet hat. Als der Frosch Geburtstag hat, macht der Maulwurf aus seiner Höhle eine Konditorei. Die Party kann steigen. Und eine Wochenendausflug mit Hase und Igel wird für den Maulwurf anstrengend. Ja, das klingt für mich, dass diese hier, das sind mehrere kurze Episoden zusammengeschnitten zu einem Film. Und bei diesem hier ist es einfach der Maulwurf und die Uhr. Und dann noch eine halbstündige Episode. Ja. Ich glaube, der Maulwurf und der Falke. Weil vom Produktionsjahr sieht man hier die Uhr von 92 und 94. Und seine Freunde, das sind Episoden aus den Jahren 95 bis 97. Ja, ich hoffe, dass es hier der klassische Maulwurf ist. Weil ich dachte, dass es einfach die Folgen sind aus meiner Kindheit. Aber Pustekuchen, das sind wohl Folgen aus den 90ern. Aber ich denke mal, wenn der Charme stimmt, dann vergisst man, übersieht man es schnell, dass es aus den 90ern ist und denkt halt einfach, das sind so diese klassischen Episoden. Ja, die Uhr ist 60 Minuten lang, also eine Stunde, 4:3 Format. Sprachen ist Deutsch Dolby Digital 2.0, Untertitel keine. Ist übrigens eine tschechoslowakische Serie. Und dann haben wir hier noch seine Freunde, ist so lang und hat 4:3 Bildformat, Produktionsjahr 95 bis 97 und das Ganze auch in Deutsch. Ja. Hier ist ein kleiner Piepmatz, sehr, sehr süß. Ja, die Serie ist sehr süß, ist sehr kindgerecht, kann man beruhigt den Kleinen zeigen, aber auch so großen Kindern wie wir, denke ich mal, werden seinen Spaß haben, die das damals halt im Fernsehen geschaut haben. So, jetzt packen wir das Ganze mal aus.
Übrigens gibt es diese DVDs auch als Einzelversion, aber da lohnt sich das nicht, denn da bekommt man zwei DVDs zum Preis von einem und dann hat man einfach alles zusammen. So, da haben wir es ausgepackt und wir schauen doch mal rein. Ist nicht relativ fest drin. Ja, ich habe so einen Frosch im Hals. Bist du das? Ja, bist du das? So. Zack. Also ich kann mich an eine Episode erinnern, wo der Maulwurf so eine Uhr findet, die ich damals in meiner Kindheit gesehen habe. Also da denke ich mir, ist das eine neuere Folge? Denn ich habe das in den 90ern so weniger gesehen. Aber es kann auch sein, das ist die Folge, da gibt es noch der Maulwurf und als Uhrmacher oder sowas, dass ich das mit der Folge verwechsle. So, das ist dann diese DVD. Oh, ein süßes Cover. Stehen sie alle unter dem Regenschirm. Und die sprechen ja nicht, ne? Das ist, warum jetzt hier Deutsch steht, ich weiß jetzt gar nicht, ob die da auch sprechen, aber normalerweise macht er nur Sounds. Hier sind noch mehr Episoden, kann man sich alle einzeln noch besorgen. Schön wäre natürlich eine komplette Box gewesen. So muss man sich das alles zusammensammeln. Ja, das ist halt das. Und dann haben wir hier nochmal und seine Freunde. Bekannt aus Sendung mit der Maus. Aha, okay. Ja, wie ich es vermutet habe, Freunde. Der Maulwurf und die Uhr einmal. Und dann der Maulwurf und der Adler. Ich habe gesagt Falke. Falke habe ich gesagt, ne? Adler ist es gewesen. Dass er hier fliegen möchte, herrlich. Der Adler. Also das sind zwei halbstündige Folgen zusammengeschnitten. Oder vielleicht sind es auch einzeln da drauf, keine Ahnung. Und hier haben wir mehrere Episoden. Das sind halt so 5- bis 6-minütige Episoden. Und ja, da freut man sich. Herrlich, herrlich. Ah, ist das schön. Da schauen wir auch nochmal rein hier. Ist das gleiche. Hier haben wir noch eine Werbung. Der Maulwurf feiert Geburtstag. Und ja, von irgendwelchen Filmen. Und die Serie interessiert mich auch überhaupt nicht. Höchstens hier. Das mit dem Zebra, das würde mich interessieren. Und die anderen Sachen. Das sieht ja interessant aus. Unico. Hat irgendwie so japanische Namen hier. Ist das eine Anime-Serie? Das wäre ja mal cool. Unico. Kenne ich jetzt auch nicht. Okay, aber diese einzelnen DVDs sehen auch super aus. Kunterbunt. Wunderbar. Herrlich. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein. Zum Unboxing von der Maulwurf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet hier auf meinem Kanal. Ich sage bye bye.